Evonik. Kraft für Neues. Das ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Dozer in einer Klasse, die sehr populär ist, die Klasse über 25 Tonnen. Es handelt sich hier aber um einen dieselelektrisch angetriebenen Dozer. Wir haben mit dieser Antriebsart konnten bereits Erfolge erzielen mit dem Caterpillar D7E, der ebenfalls dieselelektrisch angetrieben war, aber nicht das Delta-Laufwerk hatte und sich außerdem auch in einer Klasse befand, in einer Gewichtsklasse, die jetzt nicht so gut sich verkauft hat oder nicht so oft nachgefragt war in Deutschland. Wir präsentieren hier mit dem D6 ein Dozer in einer Popularklasse, in der sehr viel läuft. Die Maschine ist, wie gesagt, mit einem Dieselmotor ausgestattet, der aber nicht über ein Getriebe die Ketten antreibt, sondern der einen Generator antreibt. Der Generator erzeugt Strom. Mit diesem Strom wird dann ein Elektromotor angetrieben und der Elektromotor wiederum treibt die beiden Laufwerke hier rechts und links an. Der Vorteil von dieser Antriebstechnik ist, dass aus einem sehr niedrigen, praktisch aus dem Stand heraus, die volle Leistung zur Verfügung steht, während Sie ja bei einem Dieselmotor überhaupt erstmal auf Touren kommen müssen, damit da richtig was geht. Und das heißt, diese hohe Anschubleistung, die gleichzeitig auch bei hoher Leistung sehr fein dosierbar ist, das ist genau das, was man bei Dozern gerne haben möchte. Ja? Das heißt, Sie wollen losziehen mit einem Riesenhaufen Erde oder Dreck direkt hier vor dem Schild und wollen das aber gleichzeitig fein steuern, damit das Material schön fließt und Sie eine schöne, ebene Fläche hinterlassen. Und genau damit ist die Maschine hier ausgestattet.